Später ist er dann eben nach Freiburg in die Schweiz zurückgekommen. Dort hat er dieses internationale Konvent, also ein Priesterseminar 1969 gegründet, als Priesterausbildungsstätte, durchaus mit Genehmigung des dortig zuständigen Bischofs. Und im Jahr darauf wurde die Priesterbruderschaft dann tatsächlich gegründet. Die Priesterbruderschaft Pius X. Ist eine Pier Unio nach dem alten Kodex, und das ist im Wesentlichen ein kirchlicher Verein und braucht dazu die Anerkennung als solche durch den Bischof. Was er wollte und wie er die Bruderschaft auch immer gesehen hat, war eigentlich eine ordensähnliche Gemeinschaft, eine Gesellschaft des gemeinsamen Lebens, aber ohne Gelübde. Auch hier sind die Angaben des Vorgängerkodex angegeben. Was heißt es jetzt? Ein frommer Verein kann eigentlich kein Seminar führen. Ein frommer Verein kann keine Priesterausbildung machen. Im Grunde gibt es im Verfassungsrecht der katholischen Kirche sozusagen den hierarchischen Papst, die Diözese, aber auch, und das ist ein Verein, letztlich die Freivereinigung von Gläubigen, der Zusammenschluss von Gläubigen in Vereinen, kirchliche Vereine, die relativ autonom sind. Aber im Unterschied zu Diözesen oder ähnlichen Einrichtungen, auch Ordensgemeinschaften fallen da darunter, haben die kein Recht, Priester sowohl auszubilden als auch zu weihen und dann zu inkardinieren. Im Grunde sind dann ab 1971 wurden dann auch Priester geweiht. Das hat dann letztlich zu einer päpstlichen Kommission geführt, die dieses Vorgehen dieser Priesterbruderschaft geprüft hat, so dass letztlich dann 1975 auch die kanonische Auflösung dieser Vereinigung erfolgt ist. Durch den Bischof, der sie gegründet hat und damit zuständig ist, das war eine diözesane Angelegenheit, aber der Heilige Stuhl war da durchaus einbezogen und hat das auch angeraten. Ich habe schon angesprochen, die Priesterweihen sind da letztlich das Problemfeld gewesen, wenn dieser Bischof, der Bischof Tannerwein, hier für einen Verein Priester weiht. Bei der Weihe von Priestern braucht es einen Inkardinationsverband. Inkardinationsverband meint, dass der geweihte Priester einen zuständigen Oberen hat. Das sind in den Diözesen der Bischof, in den Ordensgemeinschaften der Ordensobere. Die Frage ist, das ist auch nie geklärt worden, wohin gehören diese Priester? Zu der Diözese, dieser Schweizer Diözese, zu einem Orden, das sicher nicht, weil den gibt es nicht, das wollte er nur haben. Tatsächlich war es ja nur ein Verein. Für die Priesterbruderschaft selber ist das nicht denkbar, weil eben nicht hierarchische Verfassung, sondern Verein. Wozu hat das geführt? Als Reaktion hat sich zunächst einmal auch die Schweizer Bischofskonferenz dann von diesem mittlerweile auch gegründeten Priesterseminar distanziert. Der Apostolische Stuhl hat die schon erwähnte Kommission aus Kardinälen zur Prüfung der Angelegenheit eingerichtet und letztlich, wie schon gesagt, auch die Auflösung der Bruderschaft nach der Konsultation und der Empfehlung Roms. Lefebvre hat dagegen Rekurs gegen diese Entscheidung der Aufhebung eingelegt, ist aber damit gescheitert. Das ist von vornherein abgelehnt worden. So dass als Folge wurde er suspendiert. Ich habe hier auch noch die Bezeichnungen aus dem alten Kodex. Suspendiert heißt, dass er die Weihe nicht ausüben darf, also keine Sakramente feiern. Da ist auch dann zunehmend deutlich geworden, dass es nicht nur um die Priesterweihen geht, sondern dass er die Beschlüsse des Vatikanums ablehnt und mit der
fortgesetzten Weihe von Priestern auch das päpstliche Leitungsamt missachtet und so auch die Einheit der Kirche verletzt. Das waren die Begründungen für diese Suspension. Üblicherweise, und dazu komme ich dann im späteren Teil noch, ist so eine Strafe der Suspendierung dazu gedacht, damit man den Betroffenen dann wieder zurückführt und er sich an die kirchliche Ordnung hält. Das ist hier nicht passiert, sondern es gibt da kein Zeichen der Umkehr, also auch zu sagen, ich mache das nicht mehr, sondern ganz einfach die Überzeugung trotzdem und auch die Ankündigung trotzdem erneut Priesterweihen vorzunehmen. Das hat mit dem Sendungsbewusstsein Lefebvres zu tun, weil er eben von seiner Überzeugung mit der nachkonziliaren Kirche zu den einzelnen Punkten, die da wesentlich sind, möchte ich noch kommen, nicht einverstanden ist und er so mit seiner Ausbildung von Priestern und seiner Formung von Priestern und damit auch Weihen auch einen Gegenpunkt setzen wollte. Die Kirche ist da sehr geduldig und es hat eine Reihe von Vermittlungsversuchen gegeben, um hier eine Einigung herbeizuführen. Das ist nicht gelungen. Die in aller Kürze die Entwicklung hat dann zu einer Weihe von 4 Bischöfen geführt. Mittlerweile ist Lefebvre auch in einem fortgeschrittenen Alter. Damit wollte er sozusagen sicherstellen, dass seine Form Kirche zu denken und zu leben auch nach seinem Tod weitergeführt werden kann. Und zur Weihe von Priestern braucht man Bischöfe. Es ist zwar erstaunlich, dass also erstaunlich ist, in der Systematik Lefebvres ist da natürlich auch der Bischof für die Weihen zuständig. Die Problempunkte werde ich ja dann noch ansprechen. So dass es eben am 30. Juni 1988 zu dieser Weihe von 4 Bischöfen gekommen ist. Mit 1.7. hat dann die Kongregation für die Bischöfe, die eben für die Disziplin der Bischöfe zuständig ist, darauf reagiert und hat festgestellt, denn einen Ausschnitt aus diesem Dekret habe ich hier abgedruckt. Marcel Lefebvre hat trotz ausdrücklichem Monitum, also das ist vorhergehend wichtig, dass man sagt, bitte tu das nicht, vom 17. Juni und den wiederholten Bitten, er möge von seinem Vorhaben absehen, durch die Bischofsweihe von 4 Priestern ohne päpstlichen Auftrag und gegen den Willen des Papstes einen Akt schismatischer Natur gesetzt und sich dann, damit die von Kanon 1364 Paragraph 1 und Kanon 1382 des Kodex des kanonischen Rechtes vorgesehene Strafe zugezogen. Was ist das für eine Strafe, die der Exkommunikation? Das ist ein Punkt, der dann auch in der Öffentlichkeit eine entsprechende Wirkung und Diskussion hervorgerufen hat. Also die Exkommunikation von ihm und auch den betroffenen Bischöfen mit der Tatstrafe der Exkommunikation. Was Tatstrafe meint, möchte ich dann im zweiten Teil näher noch erläutern. Weil der Titel dieser Veranstaltung Bewahrer der Tradition heißt, möchte ich doch aus einem Motu Proprio, aus einem päpstlichen Schreiben, Ecclesia Dei, das einen Tag später veröffentlicht worden ist, auch hier noch einmal den Begriff der Tradition, wie ihn Rom hier gesehen hat, deutlich machen. Wo mehrere Punkte angesprochen sind in diesem Dokument, aber auch, was ist hier mit dem Begriff der Tradition, wenn sich Lefebvre als einer versteht, der die bisherige Tradition fortführen möchte, was die lehrmäßigen Aussagen zur Kirche und zu anderen Themen betrifft, auch vor allem zur Liturgie, wie hier Rom selber den Begriff der Tradition und die Verletzung durch Lefebvre beurteilt.
Als Wurzel dieser schismatischen Tat lässt sich ein unvollständiger und widersprüchlicher Begriff der Tradition erkennen. Unvollständig, da er den lebendigen Charakter der Tradition nicht genug berücksichtigt, die, wie das Zweite Vatikanische Konzil sehr klar lehrt, von den Aposteln überliefert, unter dem Beistand des Heiligen Geistes einen Fortschritt kennt. Also Tradition kennt auch einen Fortschritt, den hier Lefebvre mit dem Konzil nicht erkennen kann. Vor allem aber ist ein Traditionsbegriff unzutreffend und widersprüchlich, der sich dem universalen Lehramt der Kirche widersetzt, das dem Bischof von Rom und dem Kollegium der Bischöfe zukommt. Denn niemand kann der Tradition treu bleiben, der die Bande zerschneidet, die ihn an jenen binden, dem Christus selbst in der Person des Apostels Petrus den Dienst an der Einheit in seiner Kirche anvertraute. Was ist hier gemeint? Dass die Tradition eben auch einen Fortschritt kennt. Das sehen wir vor allem am Zweiten Vatikanischen Konzil an den verschiedenen Punkten, wo eine Neubesinnung auf Älteres oder eine Neubesinnung im Sinne einer besseren Erkenntnis dessen, was Kirche ist und was daraus zu folgen hat, abzuleiten ist. Und dass die Tradition dann eine richtige ist, wenn sie der Bischof von Rom, beziehungsweise als zweite Form der Leitung der Bischof von Rom, mit dem Kollegium der Bischöfe auch so erklärt und darlegt. Zu dem, was es heißt, die Bande zerschneidet, komme ich noch, weil das ist dann im zweiten Teil der wesentliche Punkt, wie wir heute diese Gemeinschaft zu bewerten haben. Mit diesem Dekret ist auch ein zweiter Punkt passiert, nämlich die Aufforderung an die Anhänger von Lefebvre, sich der römisch-katholischen Kirche im klassischen Sinn wieder zuzuwenden und eben Lefebvre nicht in das Schisma zu folgen, sondern eben sich hier distanzieren. Dazu ist auch das Angebot gemacht worden einer neuen Form, nämlich der Petrusbruderschaft, die die Liturgie nach dem Messbuch von 1962, also der sogenannten Alten Messe, der Tridentinischen Messe, erlaubt und eine eigene Gemeinschaft ist, die aber im Unterschied zu der Gemeinschaft von Lefebvre, also der Pius-Bruderschaft, in Verbindung mit dem Papst steht, was bedeutet, dass sich diese Gemeinschaft den Oberen, den Bischof und dem Papst unterordnet, was hier durch diesen Akt der Trennung verursacht durch die unerlaubte Bischofsweihe. Das ist im Kirchenrecht ein Delikt, dass kein Bischof unerlaubt einen anderen Bischof weihen darf. Wer das tut, begeht eben dieses Delikt. Ja, in weiterer Folge haben wir hier die Konflikte. Es hat es weitere Gespräche gegeben, andauernde Gespräche, die dann 2009 zur Aufhebung der Exkommunikation geführt haben, durch Papst Benedikt XVI. Eine Erläuterung dazu habe ich hier dazu abgedruckt. Es ist zu wünschen, dass diesen Schritt die baldmögliche Verwirklichung der vollen Gemeinschaft der gesamten Bruderschaft St. Pius X. mit der Kirche folgt, um so die echte, treue und wahre Anerkennung des Lehramts und der Autorität des Papstes durch ein Zeichen der sichtbaren Einheit zu bezeugen. Das ist jetzt ein bisschen ein schwieriger Punkt. Die Exkommunikation ist aufgehoben als Zeichen des guten Willens, dass man die Gespräche weiterführen möchte und dass man die davon Betroffenen sozusagen von der Gewissensnot, exkommuniziert zu sein, befreit. Das ist der eine Teil, den Papst Benedikt hier gewünscht hat. Aus meiner Sicht, und das sage ich auch ganz offen, hat die Bruderschaft mit ihrem Beitrag dazu, tatsächlich in die Gespräche einzutreten und die schwierigen Punkte, was die Anerkennung des Konzils und einiger Punkte betrifft, hier einzusteigen, in einen wirklichen Dialog eigentlich vermissen lassen. Rechtlich müsste man sagen, eine Exkommunikation kann nur dann aufgehoben werden, wenn auch der Grund dafür wegfällt. Das ist nicht passiert. Ich werde es dann im zweiten Teil, wenn ich die aktuelle Situation
beleuchte, nochmals deutlicher erklären, wenn ich jetzt mit der Tatstrafe der Exkommunikation spreche, wird das im Verlauf noch deutlicher. Nur hier ist ein Voraus passiert, ohne dass sozusagen die Reaktion tatsächlich in Gespräche hier einzutreten und ich will jetzt nicht sagen, Kompromisse oder Konzessionen zu machen, dass das erfolgt wäre. Das halte ich an diesem Dialog persönlich gesehen für sehr mühsam. Was sind jetzt also die Konfliktfelder? Bewahrer der Tradition, so wie hier in der Überschrift für diese Veranstaltung. Und dann Lehren des zweiten Vatikanischen Konzils, wo vor allem die Liturgiereform und die Art und Weise, wie Gottesdienst gefeiert wird, im Interesse steht. Was sind so Einzelpunkte, die hier von den Pius-Brüdern in Frage gestellt werden? Das sind, um nur einige Schlagworte zu nennen, ich möchte diese Punkte nicht zu sehr vertiefen, sondern dann eher auf den kirchenrechtlichen Aspekt kommen. Das sind Fragen des Kirchenbilds, wo das Konzil doch eine wesentliche Änderung der bisherigen Sichtweise getroffen hat, dass einzig und allein die römisch-katholische Kirche, also die katholische Kirche, wir haben auch die Unierten, die wahre Kirche wäre und alle anderen Christen davon nicht betroffen wären, sondern mit dieser berühmten Wendung in Lumen Gentium 8, es kommt noch später noch einmal, aber das werden Sie schon oft genug gehört haben, auch nicht mehr die Identifikation der Kirche Jesu Christi mit der katholischen Kirche, sondern mit der Wendung wird verwirklicht in der katholischen Kirche, was natürlich eine Offenheit gegenüber anderen kirchlichen Gemeinschaften und Kirchen mitbegründet und damit auch einen wesentlichen Teil der Ökumene als eine Grundlage schafft, hier ein Miteinander zu sehen, was von der Pius-Bruderschaft absolut abgelehnt wird und sozusagen eine Aufgabe des Selbstbildes der Kirche, wenn man sagt, dass auch anderswo sich Gutes Wahres verwirklichen kann. Damit hängen auch andere Punkte zusammen, wie das Dekret über die Religionsfreiheit, aber auch über die göttliche Offenbarung und eine ganze Reihe von anderen Themen, die hier angesprochen sind. Vom äußeren Erscheinungsbild ist natürlich die sogenannte tridentinische Messe, die nach dem Messbuch von 1517, also nach dem Reformkonzil von Trient, als verbindliche Art und Weise den Ritus zu feiern, vorgelegen ist. In der letzten Ausgabe vor dem Konzil 1962, das ist das Messbuch, das hier für die heutige Feier der tridentinischen Messe ausschlaggebend ist. Und die Pius-Brüder halten an dieser Form als einzig mögliche und wahre Form des Messfeierns fest. Ja, die Unterschiede, also aufgrund des Konzils in der Liturgie sind allen offenkundig und bekannt. Es ist ja nicht lediglich das mit Rücken zum Volk feiern, sondern überhaupt das ganze Verständnis der feiernden Gemeinde als Volk Gottes. Das hat ja auch mit dem Kirchenbild zu tun, während sozusagen vortridentinisch gibt es den Unterschied der Stände, dass sich dann letztlich so gliedert in die lehrende Kirche, also die Kleriker und die hörende Kirche, die letztlich nur zuhört, ein ganz anderes Konzept als das Kirchenbild vom Zweiten Vatikanischen Konzil. Aber das, glaube ich, muss ich im Einzelnen nicht aufführen. Das hat natürlich ganz massive Auswirkungen auf die Liturgie, wo von allen Mitfeiernden die Rede ist, eine Rollenverteilung die Rede ist und der Communio-Charakter, der auch im Konzil eine wesentliche Rolle spielt, hier auch in der Liturgie eine bedeutende Änderung des Zugangs betrifft. Lefebvre kritisiert hier, vom Opfer ist man völlig zum Mahl übergegangen. Heutige Befürworter der tridentinischen Messe
kritisieren den Novo Ordos, also die Messfeier von 1970, also unsere gegenwärtige Form, als verkommen und nicht fromm und nicht würdig. Aber ich glaube, im Einzelnen muss man das jetzt nicht weiter ausführen. Ich glaube, diese Dinge sind gut bekannt. Liturgiker, es ist natürlich eine Frage, ist die tridentinische Messe ein eigener Ritus, der neben anderen Riten bestehen kann? Das scheint mir eine vernünftige Form des Umgangs zu sein, so dass ja auch in der katholischen, also in der römisch-katholischen Kirche der tridentinische Ritus ja zugelassen ist unter bestimmten Voraussetzungen. Tatsächlich dürfte es liturgisch eher so sein, dass man von einem Ritus in verschiedenen Formen spricht. Ich habe durchaus nichts gegen die Bandbreite von Liturgien und Riten. Wir kennen das von den katholischen Ostkirchen, die verschiedene Formen haben. Und auch im lateinischen, im westlichen Kulturbereich haben wir einzelne Formen, wie in Mailand die ambrosianische Liturgie, die abweichende Liturgieformen hat. Für mich würde sich auch die sogenannte tridentinische Messe in eine Bandbreite des Katholischen gut einordnen lassen, sage ich nur dazu. Bei Lefebvre und den Pius-Brüdern ist es eben die ausschließliche Form und alles andere, was nach dem Konzil gekommen ist, eben abzulehnen, weil nicht würdig genug, weil ein Abweichen von der bisherigen Form und viele andere Gründe auch. Innerkatholisch spricht man dann hier durchaus vom katholischen Fundamentalismus. Das meint letztlich, dass man unversöhnlich und ohne zu irgendwelchen Kompromissen bereit ist, Wahrheiten behauptet oder diese Wahrheiten so vereinfacht darstellt, dass man den Eindruck erweckt, das ist die Gesamtheit des Glaubens. Das ist letztlich, ich habe hier eine Definition, die ich gefunden habe, abgedruckt. An einzelnen Punkten kann man das festmachen. Ich orientiere mich da an Beispielen wo ich gern vielleicht das eine oder andere vorlesen möchte, um ein Bild der Einstellung und Haltung dieser Gemeinschaft darzulegen. Und dann würde ich sozusagen zum zweiten Teil der kirchenrechtlichen Bewertung kommen. Ich nehme wahllos Dinge heraus, die ich aus dem Buch Vatikan und Pius-Brüder herausgegeben Wolfgang Beinert hier herausnehme. Zum Antimodernismus, also Originalaussagen von verschiedenen Vertretern der Gemeinschaft. Wir dürfen dem Götzen Zeitgeist, dem Liberalismus, dem religiösen Relativismus, der in allen Religionen Heilswege sieht, also hier gegen die Ökumene, dem Geist dieser Welt, der permissiven Moral, auch nicht ein einziges Weihrauchkorn opfern. Oder auch zu dem Punkt Feindbild, Kriegsmetaphorik. Wir gehören zur wahren Armee, zu dieser streitenden Kirche, deren General der liebe Gott selbst ist, unser Herr Jesus Christus. Mit ihm wollen wir diese Welt erobern. Zurzeit wollen wir ihm sogar die Kirche zurückerobern. Ja, vielleicht Rigorismus etwas, also nicht Empfehlung, die ich da weitergebe, aber der Fernseher muss raus, der Fernseher muss raus, ich sage es dreimal, der Fernseher muss raus, Karthago die Länder ist, sagte der alte Cato einst. Wir Römer müssen Karthago zerstören. Das war seine Rede. Heute Televisio Ejizenda ist. Es tut mir leid, aber es ist einfach so. Diese Maschine ist verhängnisvoll und stellt einen großen Teil der modernen Verbindung dar. Dogmatismus vielleicht noch, die Priesterbruderschaft steht für die Absolutheit und ewige Unveränderlichkeit der Wahrheit. Das ist dann das Problem mit dem Vatikanum. Die Priesterbruderschaft steht für die Absolutheit und ewige Unveränderlichkeit der Wahrheit, steht für das Dogma der allerheiligsten Dreifaltigkeit und für den Alleinvertretungsanspruch Jesu Christi. Kommt und seht. Die katholische Kirche ist der einzige Weg des Heils. Vielleicht haben wir noch ein
ja, Ökumenismus, Ablehnung, Ökumenismus und insgesamt guter religiöser Dialog. Keine Häresie ist so gut geeignet, die katholische Kirche dem liberalen Zeitgeist anzupassen und sie der modernen Welt zu öffnen, als gerade der Protestantismus. Zur Ablehnung des Konzils selber, man will uns schon etwas anbieten, aber es gibt einen Haken, also in Bezug auf die Gespräche mit Rom, es gibt einen Haken, es gibt eine Bedingung. Diese Bedingung ist die Annahme des Konzils, die Annahme der neuen Messe. Darauf antworten wir, diese Sachen haben der Kirche schon so viel Schmerz bereitet, dass wir Nein sagen dürfen. Vielleicht auch zur Demokratie und Menschenrechte als letztes. Wegen der falschen Weise, die Grundrechte festzulegen, werden heute auch falsche Rechte als Menschenrechte propagiert. Dies sind vor allem die Gewissens- und Religionsfreiheit sowie die Meinungs- und Pressefreiheit. Das ist ein Auszug aus den Lehren. Ist das vielleicht ein bisschen pointiert und zusammengefasst in dieser Literatur, aber gibt vielleicht einen Einblick, was hier mit Fundamentalismus gemeint ist. Diesen ersten Teil habe ich jetzt einmal relativ flott sozusagen das Entstehen der Pius-Bruderschaft, die Gründerfigur, die Reaktion der katholischen Kirche. Jetzt möchte ich sozusagen in einen zweiten Teil zur eigentlich wesentlichen Frage und kirchenrechtlich relevanteren Frage kommen. Wer ist jetzt katholisch? Wie ist das mit der Priesterbruderschaft Pius X.? Wie ist es mit den Mitgliedern? Wie ist es mit den Sympathisanten dieser Gemeinschaft? Und das möchte ich jetzt Schritt für Schritt kirchenrechtlich angehen. Das ist vielleicht eine gewisse ungewohnte Art und Weise, aber es schadet ja auch einmal nichts, wenn man merkt, dass Kirchenrecht jetzt nicht nur eherechtliche Fragen hat, sondern auch verfassungsrechtliche Fragen und ganz grundsätzliche Dinge auch regelt. Also wer ist katholisch? Jeder würde sagen, durch die Taufe wird man eingegliedert in die Kirche Jesu Christi, durch die Taufe in der katholischen Kirche wird man Katholik. Kanon 849, also das Gesetzbuch der katholischen Kirche, das lateinische Gesetzbuch, also für die Westkirche. Die Taufe ist die Eingangspforte zu den Sakramenten. Durch sie werden die Menschen von den Sünden befreit, zu Kindern Gottes neu geschaffen und durch ein untilgbares Prägemal Christus gleichgestaltet der Kirche eingegliedert. So wird man Mitglied in der Kirche. Jetzt muss man das zusammenlesen. Zur Rechtstellung physischer Personen, also tatsächlicher Menschen im Unterschied zu juristischen Personen. Durch die Taufe wird der Mensch der Kirche Christi eingegliedert, also wie der Begriff Kirche Christi, und wird in ihr Person mit den Pflichten und Rechten, die den Christen unter Beachtung ihrer jeweiligen Stellung eigen ist. Soweit sie sich in der kirchlichen Gemeinschaft befinden und wenn nicht eine rechtmäßig verhängte Sanktion entgegensteht. Jetzt wird es damit mit diesen Eingangsbemerkungen interessant. Wer ist katholisch? Also, wer in die Kirche Christi eingegliedert ist, wer getauft ist, nach dem Konzil muss man sagen, in der katholischen Kirche eingegliedert in die römische, in die katholische Kirche, sonst durch Taufe eingegliedert in die Kirche Christi, kann auch in anderen Konfessionen sein. Das konnte man vor dem Konzil so nicht sehen. In der kirchlichen Gemeinschaft, das werde ich noch ausführen, und keine Sanktion, auch das führe ich noch aus. Also die Kriterien zum Katholischsein sind Eingliederung in der Kirche Christi durch die Taufe. Das ist die Frage, was meint die Kirche Jesu Christi? Das Stehen in der kirchlichen Gemeinschaft. Wann steht man in der kirchlichen Gemeinschaft, wann außerhalb? Das werde ich auch erweitern. Und das dritte Punkt, keine Sanktion. Da werde ich die Frage beantworten, welche Sanktionen gibt es in der katholischen Kirche und wie ist das zu verstehen? An diesen Kriterien und Leitfragen werde ich versuchen, das Gesagte an der Pius-Bruderschaft und ihren Mitgliedern und Sympathisanten dann anzuwenden. Angesprochen habe ich schon, was meint Kirche Jesu Christi vor dem Zweiten Konzil ist, Kirche Jesu Christi ist die katholische Kirche, da steht ein S, das heißt, das ist identisch. Die Konstitution über die Kirche hat hier eine wesentliche Veränderung, subsistet in, besteht in, verwirklicht sich in, also die Kirche Jesu Christi verwirklicht sich in der katholischen Kirche,
wodurch dann auch die Anerkennung anderer Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften anerkannt wurde, was vorher nicht so gesehen werden konnte, also keine Ökumene, und hier ganz andere Rechtsfolgen gehabt. Und im Übrigen hat seinerzeit auch das kirchliche Rechtsbuch den Anspruch erhoben, für alle Getauften zu gelten. Das ist mit einer erneuerten Sicht der Kirche nicht so, dass das kirchliche Rechtsbuch dann nur für Katholiken gilt, es sei denn, es ist in Normen göttlichen Rechts. Aber an sich rein also positiv gesetztes Recht gilt dann nur für Katholiken. Eine ganz wesentliche Änderung im Selbstverständnis der Kirche, eine Änderung, die Lefebvre so nicht annehmen konnte. Also man muss sich auch vorstellen, bis zum Konzil Ottaviano, ein Konzilsvater, ein berühmter Kirchenrechtler, hat noch zur Zeit des Konzils eine Kirchenrechtsdisziplin vertreten, die es heute so nicht mehr gibt, das Jus Publicum Ecclesiasticum, also die letztlich versucht, die Kirche als völlig autonom von der Welt zu sehen und Feststellung, dass die Kirche in sich alles hat, was sie als Gemeinschaft braucht, auch in Abhebung von der Realität des Staates. Das ist eine Disziplin, die es so heute nicht mehr gibt. Was meint Kirche Jesu Christi, also auch das, was für Lumen Gentium 8 steht, wird in den Kodex umgesetzt. Im Grunde muss man ja sagen, dass das kirchliche Rechtsbuch gilt ja als letztes Dokument des Konzils, das sozusagen das, was lehrmäßig vorgegeben ist, auch durch das Konzil, was hier an Veränderungen in Sichtweisen durchaus stattgefunden hat, findet ja dann auch den Niederschlag im kirchlichen Rechtsbuch, so auch Lumen Gentium 8. Diese Kirche in dieser Welt als Gesellschaft verfasst und geordnet ist in der katholischen Kirche verwirklicht, also hier sehr an dieser Formulierung von Lumen Gentium 8 angelehnt, die von dem Nachfolger Petri und den Bischöfen in Gemeinschaft mit ihm geleitet wird. Das findet dann auch Niederschlag im Kodex. Was heißt dann die zweite Frage, wenn wir beantwortet haben, was meint Kirche Jesu, was meint Stehen in der kirchlichen Gemeinschaft? Da geht es um die Frage der Kommunio, und zwar der vollen Gemeinschaft. Voll in der Gemeinschaft der katholischen Kirche in dieser Welt stehen jene Getauften, die in ihrem sichtbaren Verband mit Christus verbunden sind, und zwar durch die Bande des Glaubensbekenntnisses, der Sakramente und der kirchlichen Leitung. Diese volle Gemeinschaft ist sozusagen das Kriterium, hier zur Kirche zu gehören. Vielleicht gleich volle Gemeinschaft, Band des Glaubensbekenntnisses, das meint, man glaubt dasselbe Credo, Band der Sakramente, man hat dieselben Sakramente, Band der kirchlichen Leitung, also unterstellt sein unter die Autorität des Papstes, der Bischöfe. Das ist ja auch ein ökumenischer Zugang zu anderen Konfessionen, wo aus unserer Sicht voll in der Gemeinschaft die dieselben Sakramente teilen. Das wäre bei den Orthodoxen, die unsere Sakramente so auch haben, bei den Evangelischen nicht, die weniger Sakramente haben. Band des Glaubensbekenntnisses ist bei diesen im Wesentlichen gleich. Band der kirchlichen Leitung ist dann sozusagen aus unserer Sicht für andere Konfessionen nicht gegeben, so dass von der Wertung katholischerseits, von unserer Seite, die volle Gemeinschaft mit der katholischen Kirche nicht gegeben ist. Aber die Anerkennung von einer gemeinsamen Taufe, eines gemeinsamen Glaubens und je nachdem nach der Nähe der Sakramente, so dass man auch andere Konfessionen in einer größeren und weiteren Nähe zu sehen hat. Wobei grundsätzlich gilt, dass sich die Kirche Jesu Christi eben auch bei Getauften in anderen kirchlichen Gemeinschaften und Kirchen verwirklicht. Das ist das Neue, aber Plena Communio ist sozusagen das Kriterium, um zu sagen, wer steht in der Vollgemeinschaft mit der Kirche. Da geht es jetzt weniger um die Konfessionen selber, sondern um einzelne Gläubige. Da könnte man jetzt natürlich auch differenzieren. Ich will jetzt kein Sonderthema aufreißen. Das ist natürlich etwas, was sich nach außen zeigt, aber auch nach innen. Wenn ich jetzt Katholik bin, Taufschein habe,
kann nach außen der Eindruck entstehen, ich bin in der vollen Gemeinschaft. Ich kann aber natürlich im Inneren auch das Glaubensbekenntnis ablehnen oder da ist dann die persönliche Nähe. Das betrifft dann vermutlich auch den persönlichen Bereich. Wichtig wird das dann, wenn das eine Öffentlichkeit hat. Und das ist bei der Frage der Biusbruderschaft dann eben auch das Thema. Pena Communio, hier noch einmal der Text vom Codex, aber auch eine Parallelstelle von Lumen Gentium 14, wo auffallend ist, dass hier auch im Besitz des Geistes Christi ist. Da merkt man schon, dass die dogmatischen Texte auch hier diese weitere Sicht, das ist das, was ich anzudeuten versucht habe, in diesem auch sozusagen auch das persönliche Verhältnis. Vom Rechtstext her beschränkt man sich auf die äußeren greifbaren Punkte. Also, Plena Communio, dasselbe Glaubensbekenntnis, dieselben Sakramente, unter einer kirchlichen Leitung, Lumen Gentium hat zusätzlich noch im Besitz des Geistes Christi, was vor allem auch auf diesen persönlichen Bezug hinweist. Wie schon gesagt, Vinculum Symbolicum, das Glaubensbekenntnis, das Credo und alles, was als unfehlbare Lehre der Kirche definiert ist, da kommen wir wieder in Konflikt mit Lehren des Zweiten Vatikanischen Konzils, wobei hier nicht unbedingt unfehlbare Lehre in allen Punkten ist, aber doch das, was zu glauben gefordert ist. Das zweite Band, also das Bild des Bandes, sind die Sakramente. Ich erinnere an das, was ich vorher gesagt habe, der das Band mit der Kirche zerschnitten hat. Das sind genau diese Bänder gemeint. Die sieben Sakramente als Zeichen der Gemeinschaft und als Mittel des Glaubens. Und dann das Unterstelltsein unter die hierarchische Leitung der Kirche, was letztlich Papst und Bischöfe meint. Das sind die Kriterien einer vollen Gemeinschaft. Ich weiß, es sind jetzt sehr viele Schritte, um dann zu den Auswirkungen und Konsequenzen für die Biusbrüder zu kommen. Vielleicht hätte ich es anfangs sagen sollen, wenn es wirklich Verständnisfragen gleich unterbrechen, nicht, dass man dann aufzeigt, auch das kann man schon auch vor der Diskussion machen. So, und das dritte Kriterium neben eingegliedert sein in die Kirche durch die Taufe, das Stehen in der Gemeinschaft, ist dann sozusagen das keine Sanktion. Auch das ist wieder rechtlich gesehen keine Sanktion, das verweist auf einen Bereich des kirchlichen Strafrechts, auch das gibt es in der Kirche, etwas, das sehr lange eigentlich ein völliges Seitenthema war, weil es de facto auch nicht angewandt wurde und auch keine große Relevanz gehabt hat. Aber mit den Missbrauchsfällen hat das kirchliche Strafrecht doch eine neue Relevanz bekommen und im vergangenen Jahr wurde ja das reformierte Strafrecht vorgelegt und zurzeit kann man sagen, beschäftigen sich Kirchenrechtler sehr stark mit diesem neuen Strafrecht in der Kirche als Teil des Kodex und auch mit den Konsequenzen aus den Missbrauchsfällen, wo eben Missbrauch ein Delikt ist, aber auch andere wie eben den Glaubensabfall, das Schisma und eine ganze Reihe von anderen Delikten, die es da gibt. Dass hier eben bei Lefebvre auch schon 1988 relevant geworden ist durch die Exkommunikation aufgrund der Trennung, also der Nichtunterordnung unter dem Papst aufgrund der Weihe von Bischöfen. In der Kirche, warum gibt es ein Strafrecht in der Kirche, wenn es wir keinen Staat haben im klassischen Sinn, der sozusagen dann auch eine Polizei hätte, die das verfolgen könnte? Die Strafgewalt in der Kirche hat sozusagen die Aufgabe, die Glaubensgemeinschaft zu schützen und auch vor der Verletzung der Rechtsordnung. Das muss man nicht unbedingt eins zu eins mit einer staatlichen Rechtsordnung und Strafgewalt, Strafrecht vergleichen, aber doch die Gemeinschaft der Gläubigen zu schützen, wenn eben Dinge passieren, dass ihr Lernen verbreitet werden, dass was haben wir noch? Die Missbrauchsfälle haben wir natürlich, oder wenn Delikte wie Verletzung des Beichtgeheimnisses begangen würden,
oder andere schwerwiegende Dinge mittlerweile, auch die schlechte Amtsführung, das Nichtmelden von Verdachtsfällen bei Missbrauch, eine ganze Reihe von Dingen gibt es da, wo das interne Strafrecht der katholischen Kirche hier auch die Glaubensgemeinschaft schützen soll. Das ist die Hauptaufgabe und hat dann eine Sanktion. Die Sanktion ist die Ausgliederung aus der vollen Gemeinschaft. Die sogenannte Exkommunikation steht ja im Namen drin, Excommunicatio, aus der Gemeinschaft heraus, wie zum Beispiel eben bei den Glaubensdelikten, aber es gibt eine Reihe, wie gesagt, auch andere Delikte. Jetzt ist es notwendig, hier eine Besonderheit des Strafrechts zu erklären, des Kirchlichen, das im Staatlichen nicht gibt. Es gibt im Grunde im kirchlichen Recht zwei Formen von Strafen, nämlich die Tatstrafe und die Spruchstrafe. Die Spruchstrafe ist das, was man sich gut vorstellen kann, auch das, was es im staatlichen Bereich gibt. Eine, die ausgesprochen wird, also ein Bußgeld wegen Übertretung der Geschwindigkeit, das wird ausgesprochen. Bei der Tatstrafe ist es so, dass sie von selbst durch Begehen der Straftat automatisch eintritt. Also die Exkommunikation von Lefebvre ist eigentlich durch die Tat selber eingetreten, durch die Weihe, durch das Delikt ohne päpstliche Erlaubnis, Priester zu Bischöfen zu weihen, wird das Delikt, das es im kirchlichen Strafrecht gibt, im staatlichen natürlich nicht, aber im kirchlichen, begangen und hat automatisch die Folge der Exkommunikation zur Folge. Was ist das Problem dabei? Das weiß man nach außen nicht, weil das bindet den Täter selber. Das kann man jetzt für eigenartig binden, aber das kirchliche Strafrecht ist für den Schutz der Glaubensgemeinschaft und hat hier auch eine Selbstbindung. Er hat sich eh nicht dran gehalten, aber eine Selbstbindung, dass ich weiß, wenn ich das tue, bin ich in diesem Gewissensbereich schon ausgeschlossen. Das muss noch nicht nach außen zutage treten. Und das ist die Besonderheit der Exkommunikation als Tatstrafe, als eine Strafe, die anders als im staatlichen Recht automatisch durch Begehen der Tat eintritt und den Täter selbst bindet. Das hat noch keine Wirkung für die Außenwelt. Wirkung durch die Außenwelt erhält es dann, wenn es sozusagen als Spruchstrafe oder als Erklärung, dass sie eingetreten ist, als Feststellung, das, was den Täter selber bindet, nämlich durch eine Straftat exkommuniziert zu sein, wird dann öffentlich von der Kirche erklärt durch ein Dekret. Also die Feststellung dessen, dass sie schon eingetreten ist. Das ist die Besonderheit des kirchlichen Strafrechts. Etwas, das durchaus auch kritisiert ist, aber auch dem Wesen des kirchlichen Rechts als Schutz der Glaubensgemeinschaft doch auch eigen ist und dann auch anders funktioniert als das Recht, das wir kennen als staatliches Recht. Also ich habe das noch einmal schematisch dargestellt. Kirchliches Strafrecht mit der Tatstrafe, eine Straftat, zum Beispiel das Schisma, Verweigerung der Unterordnung unter dem Papst und der Gemeinschaft mit diesem untergeordneten Gliedern, also Bischöfen, führt zur Exkommunikation. Die tritt als Tatstrafe automatisch ein. Was hat zur Folge? Bindet den Täter im Gewissen, hat aber keine äußere Rechtswirkung. Bei amtlicher Feststellung des Eintritts der Exkommunikation wird das sozusagen zu einer ausgesprochenen Strafe, zu einer Spruchstrafe und hat dann auch Rechtsfolgen im äußeren Bereich. Dann ist festgestellt, so wie mit dem Dekret von 1988, Bischof Lefebvre ist exkommuniziert und kann daher seine priesterlichen, bischöflichen Tätigkeiten nicht mehr ausüben und ist gehindert, Sakramente zu spenden und auch zu empfangen. Ist das nachvollziehbar? Ich weiß, das ist ein schwerer Brocken, weil es so abseitig ist von dem, was man üblicherweise kennt. Ist das gut nachvollziehbar? Ich weiß, es ist keine ganz einfache Materie. Wir kommen jetzt zu, was heißt das jetzt für unseren Fall, die Biusbruderschaft? Ich will das untergliedern zur
Bios-Bruderschaft, zu den Mitgliedern der Bios-Bruderschaft und für Gottesdienst-Teilnehmer. Was heißt das jetzt? Wir haben uns mühsam erarbeitet, Kriterien, Eingliederung in der Kirche durch die Taufe, stehen in der kirchlichen Gemeinschaft und keine Sanktion. Und das möchte ich jetzt punkteweise angehen. Wer ist da katholisch? Wer ist sichtbar mit der Gemeinschaft der Kirche verbunden? Wer steht in plena communio? Wer ist sanktioniert? Das wäre so der Gedankengang, den ich bitte mitzugehen. Und zwar für die Bios-Bruderschaft als Institution. Also als Institution, die faktisch besteht, aber nicht innerhalb der kirchlichen Rechtsordnung, weil es weder eine Diözese ist, noch eine diözesanähnliche Einrichtung, noch eine Ordensgemeinschaft, noch ein kirchlicher Verein. Also de facto gibt es hier eine Bruderschaft, die sich als katholisch bezeichnet. Für die will ich das anwenden, dann die Mitglieder der Bios-Bruderschaft, also die in irgendeiner Form ein stärkeres Band haben, und dann die sympathisanten Teilnehmer am Gottesdienst. Ganz kurz zu sagen, als Institution gibt es die Bios-Bruderschaft faktisch, aber jetzt nicht innerhalb der Kirche als katholische Vereinigung. Für die Mitglieder der Bios-Bruderschaft muss man tendenziell mit einem Bruch mit der regulären römisch-katholischen Kirche rechnen, weil sie dem anhängen und auch diese vorhin dargestellten Positionen vertreten. Eine Frage dazu, wer sind jetzt Mitglieder der Bios-Bruderschaft? Ja. Nur die Priester? Zunächst einmal die Mitglieder der Bios, also als Priester, aber dann auch, die sich wirklich jetzt, vielleicht jetzt klar, wenn wir bei den Sympathisanten, die sich jetzt wirklich, ich weiß nicht, wie es da Einschreibmodalitäten gibt oder sonst was, die sich wirklich hier für diese Gemeinschaft bekennen, bei gleichzeitiger Ablehnung, ich sage jetzt regulären römisch-katholischen Kirche, weil das ist ja auch ein Problem, auf das ich später noch zu sprechen kommen will, aus deren Warte, wer ist da der Abtrünnige? Das sind das wir. Also wenn die Tradition, Bewahrer der Tradition, ist ja als Überschrift für den heutigen Abend, wenn ich das sage, wir haben die Tradition zumindest seit 1570 mit der Liturgie und Bio und die Lehren Bios des Zehnten und Antimodernismus und all das, was es da gibt, ist fortdauernd und das Konzil irrt, muss ich sagen, wer sind die, die dann abgefallen sind von dieser Position? Man kann das auch von der Warte betrachten. Das muss dann schon klar sein. Ich war ja auch mit Gesprächen mit den Vertretern des Distrikts da in Wien, die waren beim Kardinal, der mich gebeten hat, dabei zu sein, in Gesprächen und Diskussionen. Die Haltung ist hier durchaus ganz klar in der Position. Und deswegen ist es auch schwierig im Gespräch. Wenn ich das sage, wir sind die katholische Kirche, sagte wir aber auch. Ja, also so haben sie es nicht gesagt, das war vornehmer formuliert, alles beim Bischof und so. Aber ganz grundsätzlich, von deren Selbstverständnis sind sie das, ganz klar. Ich habe nicht zufällig, ich war sehr froh, dass ich in dem Buch diese so Originalzitate, weil ich das Ganze, was da veröffentlicht wird, nicht lese, aber hier einige Eckpunkte der Haltung und des Zugangs, das ist en masse zu finden in den Briefen, Predigten, all das, was veröffentlicht ist. Diese Aussagen findet man en masse und deswegen finde ich es so irritierend, auf der einen Seite von Benedikt den 16. entgegenzukommen und auf der anderen Seite, und wir machen trotzdem, also sage ich jetzt als persönliche Meinung, die sich hier formell dazugehören finden, würde ich das so meinen. Aber natürlich ist hier auch, dass aus unserer Sicht, von unserem kirchlichen Strafrecht her gedacht, wird man wohl annehmen können, dass dieser Bruch mit der Kirche im Grund des Schisma vollzogen ist, würde bedeuten, automatischer Eintritt der Tatstrafe der Exkommunikation im Gewissensbereich. Nach außen, nachdem das nicht festgestellt ist, hat das keine Rechtswirkung. Ich kenne eine Diözese, also Eichstätt, glaube ich, war das, die tatsächlich auch für Mitglieder diese Exkommunikation ausgesprochen haben. Ist wohl in der Regel nicht so. Bitte. Der Rat, dass die Exkommunikation aussprechen?
Das kann, wenn ich mich nicht irre, dann auch der Bischof selber feststellen. Ich glaube nicht, da bin ich jetzt aber nicht ganz sicher, ob das Rom vorbehalten ist. Vielleicht meldet sich der Johannes Fürnkranz, der ja zuhört, und bestätigt mich oder widerspricht dem. Also ich war damit nicht befasst, das muss man nachlesen müsste. Und den letzten Teil, was ist jetzt mit den sympathisanten Teilnehmern an Gottesdienst? Und da sage ich, da gilt im Grunde das wie bei Mitgliedern der Bioschool, je nach Intention. Gehe ich einmal hin, weil ich das mitfeiern möchte oder weil ich sage, ich gehe da und dahin, ist das wahrscheinlich anders zu sehen. Ich habe da... Ja, das habe ich jetzt ein bisschen vorgegriffen. Ja, Institution Biosbruderschaft habe ich eh gesagt, als Bio-Uni, als frommer Verein gegründet, als Gemeinschaft nicht mehr von der katholischen Kirche anerkannt. Es gibt hier auch eine Nota des Päpstlichen Rates für die Gesetzestexte von 1996. Die von Lefebvre angestoßene Bewegung ist als schismatische Gruppierung zu betrachten. Bei den Biosbrüdern selber, ich trage das jetzt noch nach, was ich schon erläutert habe, ist, die Priester und Gläubigen werden ermahnt, dem Schisma von Monsignor Lefebvre nicht zuzustimmen, weil sie sich ipso facto die schwere Strafe der Exkommunikation zuziehen würde. Das kommt aus dem Dekret der Kongregation zur Feststellung der Exkommunikation. Ich habe das vorhin erwähnt, dass die Gläubigen aufgefordert sind, eben nicht, also sich von Lefebvre zu trennen. Das ist ein anderer Teil, der in diesem Dekret vorkommt. Das meint dann die Mitglieder der Biusbrüder, der Bruderschaft. Und was jetzt, wenn man es als Einzelne betrachtet, das ist ja jetzt aus unserer Sicht keine institutionelle Gruppe, exkommuniziert, wenn die Bruderschaft als einzig wahre Kirche gesehen wird. Hier, wie erläutert, die selbst eintretende automatische Tatstrafe der Exkommunikation, aber ohne Rechtswirkung nach außen, es sei denn, es würde erklärt. Ja, natürlich kann es der Bischof erklären, also jetzt der Eichstätter Bischof nicht machen können. Da fällt mir gerade ein, der wird sich das schon überlegt haben. Vor allem auch, wenn sich das durch äußere Akte manifestiert, zum Beispiel durch die konkrete Mitgliedschaft oder durch entsprechende Äußerungen. Das wäre die Grundlage auch zur formalen Feststellung der Exkommunikation, was in der Regel aber nicht gemacht wird. Dann kommen wir zum letzten Bereich. Was ist jetzt mit den Sympathisanten? Da habe ich im Verordnungsblatt der Erzdiözese Salzburg von 2006 eine ganz gute Umschreibung gefunden. Bezüglich der Gläubigen, die mit der Priesterbruderschaft Pius X. sympathisieren, wird festgehalten. Sympathisieren heißt dann gelegentlich, dass wir gut finden, vielleicht ein bisschen über die moderne Messe schimpfen, aber sonst auch in der eigenen Pfarre vielleicht tätig zu sein, wie auch immer. Also sympathisieren, wird festgehalten. Es handelt sich um katholische Gläubige. Also nochmals Eingliederung durch die Taufe in die Kirche, also katholische Gläubige, die, wenn sie keine ausdrücklichen Akte gesetzt haben, also eine entsprechende Äußerung, formelle Mitgliedschaft und so weiter, die römisch-katholische Kirche keineswegs verlassen wollen. Die Mitfeier von Gottesdiensten der Priester der Priesterbruderschaft St. Pius stellt in sich ein Delikt dar, bewirkt nicht eine Exkommunikation. Nur Gläubige, die in der Priesterbruderschaft St. Pius X. die einzig wahre Kirche sehen und diesen äußeren Bereich sichtbar machen, ziehen sich die Exkommunikation zu. Aber auch hier in dem nicht erläutern. So würde ich die Institution, die engeren Mitglieder, also im Sinne einer formellen Mitgliedschaft und die gelegentliche Teilnahme oder Sympathisieren mit dieser Gemeinschaften jetzt kirchenrechtlich betrachten. Für den letzteren Bereich muss man das wirklich individuell sehen. Man kann durchaus auch sagen, dass Liebhaber der tridentinischen Messe vielleicht auch dort gern zum Gottesdienst gehen. Was hat das jetzt für uns, und das ist immer jetzt aus unserer Sicht gesehen, für Konsequenzen? Für die Sakramente gilt im Wesentlichen kirchenrechtlich, sind sie gültig oder sind sie erlaubt? Also beide Fragen stellen sich hier. Wer bei den theologischen Kursen, da sind ja schon Teilnehmer, die ich wiedererkenne, haben sich ja damit im Sakramentenrecht auseinandersetzen müssen.
dass Sakramente gültig gespendet werden können, ungültig oder auch nur erlaubt oder unerlaubt. Dann gibt es natürlich auch Fragen für die Verwaltung. Wie soll eine Seelsorge sein, die nicht unter der Autorität des Bischofs ist? Also, oder eine praktische Frage, wie ist Matrikenführung? Ich gehe das durch. Bei der Taufe. Taufe ist grundsätzlich gültig, weil jeder Mensch taufen kann, wenn er nur das tut, was die Kirche üblicherweise tut, wenn sie tauft und eben diese Intention hat, tatsächlich zu taufen. Die Schwierigkeit davon ist, dass der Taufspender in der Regel Diakon, Priester, Bischof ist. Laien müssten dazu bestimmt werden, aber es kann auch Nottaufen geben. Die Bius-Brüder berufen sich auf einen Notfall, weil ja in der regulären katholischen Kirche jetzt der Abfall vom Glauben so weit gediehen ist, muss man auch ohne bischöfliche Erlaubnis ganz einfach taufen, berufen sich sozusagen auf diesen Notfall, der aber aus unserer Sicht keiner ist. Bei der Eucharistie, auch hier ist es, insofern die Priester gültig geweiht sind, gültig. Der Heilige Stuhl rät in einem seiner Dokumente auch vom Besuch ab. Bei der Firmung wird es ein wenig komplexer. Es fehlt die bischöfliche Beauftragung zur Firmenspendung im Territorium. Man kann, es gibt ja einen Kanon, der auch andere Bischöfe, der annehmen lässt, dass andere Bischöfe auch im fremden Territorium, also auswärtige Bischöfe hier gültig firmen, weil vermutet werden kann, dass der Bischof eh dafür wäre. Das ist jetzt natürlich fraglich, ob man sich darauf berufen kann, wenn man jetzt nicht in voller Gemeinschaft steht. Also auch bei der Firmung wird man sagen müssen, dass sie gültig ist, aber auch nicht erlaubt aufgrund einer fehlenden Beauftragung. Das ist schon Diözesanangelegenheit und dass man sich auch nicht darauf berufen kann, dass man als Bischof das grundsätzlich darf und vermuten kann, dass der Ortsordinarius dem zustimmt. Bei der Beichte haben wir bei der Beichte ist es ja grundsätzlich so, dass man abgesehen davon, dass man Priester sein muss, grundsätzlich immer auch eine Beichtvollmacht haben muss, um Beicht hören zu können. Die hat man entweder von Amts wegen, zum Beispiel der Pfarrer hat das von Amts wegen, alle anderen Priester wird das verliehen. Hier ist es so, dass durch ein päpstliches Schreiben nach dem Jahr der Barmherzigkeit 2016 der Papst diese Beichtvollmacht diesen Priestern grundsätzlich gegeben hat. Das kann man für richtig oder falsch finden. Ich möchte diese Sampi von Bius. Von Bius. Also all diesen. Warum? Weil er hier auch noch einmal wirklich ein Zeichen des Zugehens und des Dialogs setzen möchte, aber auch um den Gläubigen, die dort beichten gehen, die Sicherheit zu geben, dass es eine gültige Beichte ist. Also das ist eigentlich ein pastorales Anliegen gewesen. Ob man das jetzt kirchenrechtlich von dem Nichtstehen in voller Gemeinschaft für klug hält und konsequent, ist eine andere Frage. Aber da sieht man halt auch den pastoralen Aspekt, dass die dort beichten gehen, zumindest nachdem das ja doch auch irgendwie auch noch katholisch ist, wenn auch nicht in voller Gemeinschaft, dass die Gläubigen zumindest da eine Sicherheit haben können und eventuelle Gewissensnöte ausgeschaltet werden. Ich sehe es ein wenig kritischer, aber es ist eine päpstliche Entscheidung, die so zu nehmen ist, wie sie ist. Bei der Krankensalbung habe ich das nicht weiter ausgeführt, weil wenn man das in Vollform mit Beichte Eucharistie nimmt, stellen sich dieselben Fragen, die es schon angesprochen ist. Und ja. Bei der Ehe wird es kompliziert, weil zur gültigen Ehe eine Trauvollmacht erforderlich ist. Die Trauvollmacht haben Priester von Amts wegen, wenn sie Pfarrer sind. Schon die Kapläne oder Pfarrvikare brauchen eine Trauvollmacht für ihr Territorium, also sprich für die zuständigen Pfarren.
oder eine Delegation eines anderen Pfarrers, wo sie tätig sind. Das ist wieder eine eherechtliche Frage. Ich will das jetzt nicht in extenso wiederholen. Und seit dem Konzil von Trient ist es also so, dass eine Trauung ohne Vollmacht beziehungsweise ohne Delegation von einem Bevollmachten ungültig ist. Das heißt, hier hätten wir einen Fall, wo ein Sakrament bei den Biusbrüdern ungültig gespendet wird. Die anderen, wenn ich das jetzt zusammenfasse, sind unerlaubt gespendet, aber gültig tendenziell, sagen wir mal. Da muss man einzelne Ausnahmen anschauen, aber das führt zu weit. Bei der Weihe ist es dasselbe, also das haben wir ja bei Lefebvre schon durchgespielt. Die Vollmacht für Bischofsweihe ist schon dem Bischof gegeben, aber für die Bischofsweihe braucht er die päpstliche Erlaubnis und für die Weihe natürlich auch die Erlaubnis des zuständigen Ortsbischofs. Das ist hier dann auch nicht gegeben, wohl gültig, aber auch unerlaubt. Ja, zurück zur Ehe. Man kann, das sagen auch die päpstlichen Dokumente zu dieser Frage, man kann die schon auch beauftragen und delegieren. Das ist möglich. Ich komme dann noch dazu, wie wir das jetzt bei uns in der Diözese geregelt haben. Die Biusbruderschaft, das habe ich nicht mitgenommen, also in einem neueren Artikel wird ja diese Frage auch der Trauvollmacht behandelt und erklärt, wie die Biusbrüder zu ihrer Auffassung der Rechtmäßigkeit kommen. Das sagen sie auch den Leuten, dass sie das gültig tun, weil sie tun es gültig aus ihrer Sicht. Berufung sogar auf diesen Notstand, dass ja die wahre Kirche da bei uns nicht mehr existiert und sie daher aufgrund dieses Notstands auf diese Erlaubnis des Bischofs oder des auf die Delegation verzichten können. Das ist halt die Argumentation. Kirchenrechtlich haben wir für die Matrikenführung das auch bei uns geregelt. Das kann ich jetzt auch übergehen. Wir haben letztlich gesagt, die Pfarrer mögen diese Dinge mit bei uns klären. Gerade die Frage der Trauung ist eine heikle aufgrund der Ungültigkeit. Das lasse ich jetzt ein wenig aus. Was ist jetzt als Ergebnis festzuhalten? Dass man der Biusbruderschaft am besten gerecht wird, wenn man sie als schismatische Gemeinschaft betrachtet, die auf dem Weg ist, entweder sich zu einer getrennten Kirche zu entwickeln, sollten die Bemühungen um eine institutionelle Einheit, die immer noch fortdauern, scheitern, oder sie kommen zurück in die Gemeinschaft. Ich habe das noch einmal grafisch dargestellt. Die Biusbruderschaft würde diese angestrebte Versöhnung mit Rom stattfinden, also letztlich das Konzil und die Lehren anerkannt werden, dann wäre eine Wiedererlangung der Plena Communia möglich. Das heißt, die Biusbruderschaft könnte auch eine eigene kanonische Rechtsform haben. Das könnte sein ein kirchlicher Verein, eigentlich nicht, wenn sie Priester weihen wollen. Das könnte eine Ordensgemeinschaft sein, das könnte aber auch eine Personalprälatur sein. Dann wären sie in voller Gemeinschaft mit der katholischen Kirche, wenn diese Wiederversöhnung, die angestrebt wird, gelingt. Wenn keine Versöhnung mit Rom gelingt, dann und die auch die Gespräche, die immer noch andauern, aufgegeben werden, würde es zur Trennung kommen. Und das wäre dann die Kirchenspaltung. Jetzt betrachten sich die Biusbrüder als katholische Kirche. Was sie von uns halten, weiß ich nicht. Ich kann das denken. Da würde, wenn das zu Ende kommt, die Gespräche, wären wir bei der Kirchenspaltung. Es würde eine neue Konfession entstehen, also so wie nach dem Ersten Vatikanischen Konzil die Altkatholiken entstanden sind. Die haben von vornherein gesagt, wir sind jetzt nicht die wahre katholische Kirche, sondern wir machen jetzt was Eigenes. Die haben diese Trennung gleich vollzogen. Da hat man dann die, auch nach einem Konzil, wir können mit den Aussagen des Ersten Vatikanischen Konzils nicht, wir sind etwas anderes. Die Biusbrüder sagen, wir sind ja weiter, wir trennen uns nicht, sondern wir sind die katholische Kirche. Also würde man jetzt diese Versöhnung nicht erreichen und die Gespräche hätten wir eine eigene Kirche, das hätte in der Kirche zur Folge, wir hätten eine neue christliche, nicht katholische Konfession, aber christenweit getauft, wären Teil einer Ökumene, wo man Beziehungen aufnehmen kann, so wie wir halt auch uns im Verhältnis zu anderen Konfessionen sind.
Was interessant ist, möchte ich schon noch anführen, was wäre das jetzt religionsrechtlich, also staatlich gesehen. Staatlich gesehen ist jetzt die Bios-Bruderschaft schwierig, weil was sind sie? Sie sagen, sie sind Katholiken. Wir können kirchlicherseits jetzt nicht sagen, sie sind es nicht. Aber wir können auch nicht sagen, sie sind es. Weil wenn wir sagen, sie sind es, würde es heißen, sie stehen unserer Autorität und würden auch die Anweisungen des Bischofs befolgen. Gut, das kann dem Staat egal sein. Nein, kann es nicht, wenn wir auch staatliche Folgen haben. Ich denke nur an die Corona-Maßnahmen, wo der Bischof, der Ortsbischof, Vorgaben dem Pfarrer gibt, wie zu feiern ist, welche Maßnahmen zu halten sind. Und wir haben jetzt einen Bereich, der sich als katholisch und sich nicht dran hält. Da haben wir ein Spannungsfeld zum Staat. Ich möchte dann nicht erklären, warum eine Gemeinschaft ohne Masken Gottesdienst feiert, ohne Schutzabstände, wenn das vorgeschrieben wäre. Jetzt wollte ich gerade Demonstrationen sagen, Prozessionen heißt es kirchlich dann, durchführt. Da haben wir auch ein staatliches Problem. Also wir tun uns jetzt schwer zu sagen, sie sind nicht katholisch. Von dem Ausgeführten kann ich sagen, ja, katholisch, aber nicht in voller Gemeinschaft. Religionsrechtlich würde es, wenn es zu dem kommt, einer Kirchenverwaltung so sein, dass sie eine Rechtsform begründen könnten, eine Bekenntnisgemeinschaft und in weiterer Folge eine Religionsgesellschaft, also eine gesetzlich anerkannte Kirche oder Religionsgemeinschaft. Das würde das in Folge bedeuten. Und einen letzten Punkt möchte ich sagen, es gibt auch die Petrusbruderschaft mit diesem Motto Propria Ecclesia Dei von 1988 wurde eine Kommission, eben Ecclesia Dei, eingerichtet, die es heute nicht mehr gibt nach der Kurienreform, die das Ziel gehabt hat, die aufzufangen, die Lefebvre nicht ins Schisma gefolgt sind oder folgen wollten. Und in diesem Zusammenhang wurde die Petrusbruderschaft als klerikale Gesellschaft des apostolischen Lebens gegründet und direkt dem Heiligen Stuhl unterstellt ist. Und das ist sozusagen die katholische, also nach unserer Sicht katholische Alternative zur Pflege der tridentinischen Liturgie. Das wäre jetzt das, was ich noch anführen wollte. Auch hier hat man eigentlich sehr flexibel eine Möglichkeit geschaffen, das Bedürfnis derer, die der tridentinischen Liturgie anhängen, auch aufzufangen, aber im katholischen, nicht schismatischen Rahmen. Und damit möchte ich, habe ich doch sehr lang gesprochen, zum Ende kommen.